Okay, dann würde ich mal starten. Erstmal herzlich willkommen zu unserer studentisch organisierten Vortragsreihe Verdrängung und Wissenschaft, Bildung und Forschung nach Auschwitz. Vorab möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir im Rahmen dieser Veranstaltung einen Besuch und eine Führung in der Gedenkstätte Buchenwald geplant haben. Da wir die Teilnehmerinnenzahl ungefähr abschätzen müssten, würde ich Sie bitten, an diese hier notierte E-Mail-Adresse eine kurze Mail zu schreiben, falls Sie kostenlos teilnehmen möchten. Der Termin wird dann im Laufe der Veranstaltungsreihe bekannt gegeben. Aber wozu das Ganze hier? In der Soziologie wird diskutiert und gestritten, vor allem in der Jenaer Soziologie, die sich selbst bezeichnend als kritisch versteht, werden Themen wie Landnahmen, Beschleunigung, Aktivierung in sogenannten Wachstumsgesellschaften, Selbstvermessungspraktiken in digital optimierten Gesellschaften, Resonanzachsen und Weltbeziehungen, der Aufstieg der neuen Rechten sowie Diskriminierungslinien und Identitätspolitik ausgiebig diskutiert. In Seminar- und Vorlesungskontexten wird hierbei nicht selten die erste Generation der kritischen Theorie bemüht, um ihre Erklärungskraft auf Aktualität zu prüfen. Nur eines scheint kein Gegenstand der soziologischen Auseinandersetzung zu sein. Der kategorische Imperativ, der sich aus der Massenermordung von Millionen von Menschen, hauptsächlich Jüdinnen und Juden, notwendigerweise und indiskutabel ergibt. Zitat: Hitler hat den Menschen imstande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen. Ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Dieser Imperativ ist so widerspenstig gegen seine Begründung wie einst die Gegebenheit des Kantischen. Ihn diskursiv zu behandeln, wäre Frevel. Zitat Ende. So Adorno in seinen Meditationen über Metaphysik in der negativen Dialektik. Die folgende Veranstaltungsreihe möchte sich diesem Imperativ annehmen und wird sich dementsprechend nicht aufgrund einer konkreten Aktualität in den gegenwärtigen Gesellschaftsverhältnissen legitimieren wollen. Ganz im Gegenteil. Die Frage nach der Möglichkeit von und dem Umgang in Wissenschaft, Bildung und Forschung hat nach Auschwitz nie an Aktualität eingebüßt. Als einführende Veranstaltung können wir selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Es geht uns vielmehr darum, in drei miteinander zu vermittelnden thematischen Blöcken Schlaglichter für eine Wissenschaft anzureißen, die bis heute auf die Verbrechen im Nationalsozialismus hin reflektiert. Dementsprechend sollen im ersten Teil der Veranstaltungsreihe zunächst historische und literaturwissenschaftliche Forschungsansätze vorgestellt werden. Hierbei soll die Frage verhandelt werden, wie lässt sich die Verdrängung der Shoah historisch darstellen? Dies soll uns zu den soziologischen und psychoanalytischen Ansätzen hinführen, die der Leitfrage unterstehen, was sind die Folgen einer Geschichtsvergessenheit in den Geistes- und Sozialwissenschaften? Im letzten Block möchten wir uns der Erinnerungsarbeit zuwenden und nun fragen, wie kann Erinnerungsarbeit nun aussehen und welcher Wandel lässt sich ausmachen? Dementsprechend freuen wir uns heute, Dr. Christina Meyer begrüßen zu dürfen, die sich schon seit ihren frühen Studienjahren mit den Themen Geschichte und Nachgeschichte des Nationalsozialismus, Geschichte der Sozialdemokratie, Geschichte des Antisemitismus in Europa und Historiografiegeschichte schwerpunktmäßig beschäftigt. Sie promovierte 2013 zum Thema die SPD und die NS-Vergangenheit und arbeitet seit Mai 2013 als wissenschaftliche Geschäftsführerin des Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts. Sie forscht aktuell zu jüdischen Sozialdemokraten im Exil. Auch viele lesenswerte Aufsätze, die sich unter anderem mit Verfolgung, Verdrängung, Vermittlung und der Wiedergutmachung nach 1945 beschäftigen, sei hier noch verwiesen. Damit möchte ich gern mein Wort an Frau Meyer abgeben und freue mich sehr auf den ersten Vortrag in unserem historischen Blog, der Holocaust in der deutschen Geschichtsschreibung. Vielen Dank für die Begrüßung und Einführung. Ich freue mich, dass ich hier den Auftakt machen darf und lege gleich los. Im Oktober 2017 fand in Berlin eine sehr große Tagung statt, und zwar zum Andenken an Raoul Hilberg, einen jüdisch-amerikanischen Historiker, einen der Pioniere der Holocaust-Forschung. Er war 2007 im Alter von 81 Jahren verstorben. Versammelt waren in Berlin so gut wie alle Expertinnen und Experten aus diesem Bereich, nicht nur aus der Geschichtswissenschaft, sondern auch aus der Soziologie, Sozialpsychologie und Literaturwissenschaft. Im Mittelpunkt der Tagung stand der Rückblick auf Hilbergs Werk und Vermächtnis. Es ging also um die Geschichte der Geschichtsschreibung, um eine Bilanz und Historisierung der bisherigen Holocaust-Forschung. Genau das ist auch heute mein Thema.
allerdings mit einem besonderen Fokus auf Deutschland, genauer gesagt auf die Bundesrepublik Westdeutschland. Ich bin keine Expertin für die Geschichtsschreibung in der DDR, aber dazu gibt es ja in 2 Wochen einen eigenen Vortrag von Anja Thiele. In einer Woche, okay. In 2. Nächste Woche ist Feiertag. Es soll also in den nächsten 45 Minuten darum gehen, mit welchen Fragestellungen, Erkenntnissen und Deutungen westdeutsche Historikerinnen und Historiker die Verfolgung und Vernichtung der Juden seit 1945 behandelt haben und welche Entwicklung ihre Forschung genommen hat. Denn die Perspektiven auf dieses Thema veränderten sich im Laufe der Jahrzehnte. Sie waren abhängig von den jeweiligen politischen Verhältnissen, von gesellschaftlichen Diskursen über den Umgang mit der NS-Vergangenheit und nicht zuletzt von den biografischen Prägungen verschiedener Forschergenerationen. Dass Geschichtsschreibung nie vollkommen objektiv sein kann, ist eine Binsenweisheit. Im Fall des Holocaust aber ist es besonders augenfällig, dass die individuelle Forscherperspektive von erfahrungsgeschichtlichen Hintergründen beeinflusst wurde und immer noch wird. Wie sich bestimmte Deutungen und Narrative, und dazu zählen auch Auslassungen und Verdrängungsleistungen, in der Forschung erklären lassen, das ist wiederum eine hochkomplexe Frage, die von der Historiografiegeschichte alleine nicht beantwortet werden kann. Zum Auftakt dieser aus guten Gründen interdisziplinären Vortragsreihe möchte ich aber den Versuch machen, einen geschichtswissenschaftlichen Beitrag zur Klärung dieser Frage zu leisten. Ein Hinweis: wenn ich den Begriff Historiker oder Forscher nicht immer konsequent gendere, dann liegt das vor allem daran, dass die Geschichtswissenschaft bis weit in die 80er Jahre hinein, bis auf ganz wenige Ausnahmen, eine reine Männerdomäne war. 1946 schrieb der Freiburger Historiker Gerhard Ritter, Jahrgang 1888, ich zitiere, noch stehen wir wie betäubt vor den Trümmern und sträuben uns innerlich, all das Entsetzliche als Wirklichkeit anzuerkennen und seine grausamen Folgen für uns und die Welt als unabänderliches Schicksal. Mit ähnlichem Pathos äußerte sein Kollege Kurt von Raumer im selben Jahr, wer so geirrt hat wie wir, muss sehr lange schweigen, um nicht gänzlich unglaubhaft zu werden. Das klang wie ein selbst auferlegtes Berufsverbot, aber von Raumer konnte auch nach 1945 weiter in Münster lehren, obwohl er 1937 in die NSDAP eingetreten war und wenig später den Lehrstuhl von Hans Rothfels in Königsberg beerbt hatte, der als Jude entlassen und vertrieben worden war. Mit der Verbrechensgeschichte des Nationalsozialismus befassten sich Ritter und von Raumer in den folgenden Jahren kaum oder gar nicht, wie die Mehrzahl der deutschen Historiker ihrer Generation. In der Wahrnehmung der meisten Deutschen trug allein Hitler zusammen mit einer kleinen Clique von Verbrechern, wie es gerne hieß, die Verantwortung für die zwischen 1933 und 1945 begangenen Massenverbrechen. Die Mehrheit der Bevölkerung betrachtete sich als vom Nationalsozialismus Betrogene und mithin selbst als Opfer. Nicht nur des untergegangenen Regimes, sondern auch der Kriegsfolgen und der Besatzungspolitik. Das mit Schuldabwehr verknüpfte Bedürfnis, das Dritte Reich aus der eigenen Lebensgeschichte auszuklammern, spiegelte sich auch in den ersten Deutungsversuchen der Historiker, die den Nationalsozialismus als Betriebsunfall in einer ansonsten weitgehend positiven deutschen Nationalgeschichte interpretierten. In seinem Buch Die deutsche Katastrophe von 1946 erklärte der 1862 geborene Friedrich Meinecke das Dritte Reich zum Kulminationspunkt eines Irrwegs der Deutschen in die Moderne, das NS-Regime zur inneren Fremdherrschaft eines Verbrecherclubs. Zitat: Wenn die Verfolgung und Vernichtung der Juden in der frühen Nachkriegszeit überhaupt Erwähnung fand, ob in Wissenschaft oder Politik, dann fast immer nur in vagen Andeutungen, abstrakten Umschreibungen oder christlich konnotierten Reflexionen und Metaphern. Eine Nennung konkreter Täter, Mittäter oder Opfer hatte in diesem sehr engen Sagbarkeitsraum keinen Platz. Dennoch kam es bald zu ersten empirisch gestützten Forschungsarbeiten über die Zeit des Nationalsozialismus, und das war vor allem der Initiative der Amerikaner zu verdanken. Das 1949 in München gegründete Deutsche Institut für Geschichte der nationalsozialistischen Zeit, 1952 in Institut für Zeitgeschichte umbenannt, kurz IFZ, war Teil des Re-Education-Programms der amerikanischen Besatzer.
Sie forderten und förderten mit dieser Einrichtung eine dezidiert aufklärerisch-kritische, nicht nationalistische und demokratisch engagierte Erforschung der jüngsten deutschen Geschichte. Im Zentrum der Arbeit des neuen Instituts stand die Frage, wie konnte es dazu kommen? Also die Frage nach den Ursachen und Bedingungsfaktoren für die Zerstörung der Weimarer Republik, für die Machtübernahme der Nationalsozialisten und die rasche Etablierung der Diktatur. Eine Reihe jüngerer Historiker, die in den 50er Jahren an das IFZ kamen, ging tatsächlich mit viel aufklärerisch-kritischem Elan ans Werk, nicht zuletzt angetrieben von der persönlichen Erfahrung massiver Desillusionierung. Die Münchner Nachwuchsforscher, unter ihnen Martin Bruchardt, Jahrgang 1926, der spätere langjährige Direktor des Instituts, entstammten fast sämtlich der sogenannten HJ- oder Flakhelfer-Generation, von Helmut Schelsky auch die skeptische Generation genannt, ein gern zur Selbstbezeichnung benutztes Label, mit dem die besondere Ideologieferne und der nüchterne Blick unterstrichen werden sollte, mit dem die Vertreter dieser Generation ihrer Vergangenheit und mithin auch ihrem Forschungsgegenstand begegnen wollten. Ihre zentrale Frage, wie konnte es dazu kommen, bezog sich vor allem auf das Jahr 1933, nicht aber auf die 1941 begonnene systematische Vernichtung der Juden. Dieses Thema blieb in der frühen Zeitgeschichtsforschung ein Nebenaspekt, ein Abstraktum, das fernab der Heimat irgendwo im Osten geschehen war. Systematische Forschungen dazu gab es praktisch nicht, nur vereinzelte Aufsätze und einige Quelleneditionen. Dabei existierte seit den Nürnberger Prozessen massenweise Quellenmaterial, das die Alliierten zusammengetragen hatten und auf dessen Grundlage Forschungen möglich gewesen wären. Das mangelnde Interesse der deutschen Geschichtswissenschaft, Details über den Genozid in Erfahrung zu bringen, korrespondierte mit einem allgemeinen gesellschaftlichen Desinteresse am Leid der Juden, aber auch mit dem sehr handfesten Interesse von Hunderttausenden, die in unterschiedlichsten Rollen ganz konkret an der Massenvernichtung im Osten beteiligt gewesen waren und ihre Mittäterschaft lieber für sich behalten wollten. Die öffentliche Kenntnis der Massenmorde musste systematisch auf Null gestellt werden, so brachte der Freiburger Historiker Ulrich Herbert dies jüngst auf den Punkt. Für andere Deutsche stellte sich sogar weniger die Frage, was mit ihren jüdischen Nachbarn nach der Deportation geschehen war, sondern ob es überhaupt geschehen war, denn bis zu den großen Prozessen der 60er Jahre, so Herbert, hätten Berichte über die Judenvernichtung immer wieder unter dem latenten Verdacht gestanden, das frei erfundene Produkt amerikanischer oder gar jüdischer Propaganda zu sein. In dieser Atmosphäre des Nicht-Wissen-Wollens oder der bewussten Vertuschung entstanden blinde Flecken in der frühen westdeutschen Zeitgeschichtsschreibung überall dort, so Norbert Frey, ich zitiere, wo ein genaueres Hinsehen individuelle Biografien beschädigt und oder wichtige Gruppeninteressen tangiert hätte. Das betraf etwa die Geschichte der Justiz im Dritten Reich oder auch die Beteiligung der Wehrmacht an den Verbrechen. Publiziert wurde lieber über den Widerstand des 20. Juli, um die Existenz eines anderen Deutschlands zu belegen, oder aber über die SS, die als zentrale Tätergruppe ausgemacht wurde. Mit der Fixierung auf diese beiden Randgruppen der deutschen Gesellschaft umging die Forschung eine Auseinandersetzung mit der Beteiligung der ganz normalen Deutschen an den NS-Verbrechen. Mit der Verfolgung und Vernichtung der Juden beschäftigten sich in den 50er Jahren vornehmlich jüdische Autoren. Der Auschwitz-Überlebende Josef Wulff veröffentlichte mit dem französischen Historiker und Resistanzkämpfer Leon Poliakow 1955 das Buch Das Dritte Reich und die Juden. Ebenso wie Hans-Günther Adlers Studie über Theresienstadt oder das Buch Die Endlösung des britisch-jüdischen Historikers Gerald Reitlinger kam es zwar rasch auf den deutschen Buchmarkt, erfuhr dort aber kaum Beachtung. Die Autoren blieben Außenseiter in der Zunft. Martin Bruchardt hielt dem Autodidakten Wulff einen unsachlichen, zu emotionalisierenden Stil sowie unsauberes methodisches Arbeiten vor. Teil dieses Vorbehalts war die Auffassung, ein Überlebender wie Wulff sei aufgrund seiner Vita zu einer objektiven wissenschaftlichen Untersuchung der Judenverfolgung nicht in der Lage. Darauf komme ich später noch einmal zurück. Das einzige Buch eines nichtjüdischen deutschen Historikers zu diesem Thema blieb auf lange Zeit der Band Judenverfolgung im Dritten Reich von Wolfgang Schäffler aus dem Jahr 1960.
Aber auch außerhalb Deutschlands hielt sich die Aufmerksamkeit der Geschichtswissenschaft am Genozid noch sehr in Grenzen. Als der aus Wien in die USA emigrierte Raoul Hilberg 1948, er war gerade einmal 22 Jahre alt, mit seiner Dissertation begann, dachte er, er sei der Einzige, der über den Holocaust forscht. Von den zeitgleich laufenden Forschungen von Poljakow in Paris, Reitlinger in London oder Wulff in Berlin wusste er nichts. Die Forscher waren nicht wie heute vernetzt und kaum jemand interessierte sich für ihre Projekte. 1954 schloss Hilberg seine Doktorarbeit ab, die dreibändige, monumentale Pionierstudie The Destruction of the European Jews, und verhandelte über 6 Jahre hinweg erfolglos mit mehreren amerikanischen Verlagen, bis das Werk schließlich 1961 bei einem kleinen Verlag erschien. Wohlgemerkt dauerte es weitere 21 Jahre, bis es in übersetzter Fassung auch einem deutschen Lesepublikum zugänglich gemacht wurde. Nachdem die Strafverfolgung von NS-Tätern in der Bundesrepublik zur Mitte der 50er Jahre praktisch komplett zum Erliegen gekommen war, mehrten sich allmählich die Stimmen derer, die von einer unbewältigten Vergangenheit sprachen und die Amnestiefreudigkeit von Politik und Justiz im Umgang mit NS-Verbrechern scharf kritisierten. Zur selben Zeit häuften sich Skandale und personelle Kontinuitäten in hohen Staatsämtern, zusätzlich befeuert durch Kampagnen aus der DDR. Unter diesem Druck wuchs die Bereitschaft, die Strafverfolgung wieder aufzunehmen und auch die politische Bildung über die Zeit des Nationalsozialismus voranzutreiben. Weitere Marksteine in dieser Entwicklung waren 1958 der Ulmer Einsatzgruppenprozess und die Gründung der Ludwigsburger Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen, 1959-60 die sogenannte antisemitische Schmierwelle, 1961 der Jerusalemer Eichmann-Prozess und 2 Jahre später der Beginn des Frankfurter Auschwitz-Prozesses. Historiker des Münchner IFZ, darunter auch Martin Broschard, verfassten detaillierte Gutachten für den Auschwitz-Prozess, die 1965 in dem zweibändigen Werk Anatomie des NS-Staates veröffentlicht wurden. Zweifellos ein Fortschritt in der empirischen Erforschung der Judenvernichtung. Im Sprachgebrauch der Deutschen setzte sich Auschwitz zur Mitte der 60er Jahre als Metapher und Sinnbild für die Verfolgung und Vernichtung der Juden fest, und das Reden vom notwendigen Lernen aus der Geschichte hielt Einzug in die Rhetorik von Politikern und Pädagogen. Auch Wortmeldungen wichtiger Intellektueller, allen voran Theodor W. Adorno, so etwa mit seinem berühmten Text »Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit« von 1959, trugen maßgeblich zu dieser beginnenden kritischen Selbstaufklärung bei. Wie sehr all dies aber auch in das Bewusstsein breiter Bevölkerungsschichten einsickerte, ist mehr als fraglich, waren doch 2/3 der Westdeutschen zu dieser Zeit, also Mitte der 60er Jahre, der Auffassung, dass nun endlich ein Schlussstrich unter die NS-Vergangenheit gezogen werden müsse. Das belegen Meinungsumfragen. Umso wichtiger war es, dass die 68er ihre Elterngeneration nun mit Fragen nach deren Vergangenheit konfrontierten. Dennoch trugen die abstrakten Faschismusdebatten der Neuen Linken vergleichsweise wenig zur Vergegenwärtigung der NS-Verbrechen bei. Der Faschismus galt ihnen als Produkt der Verbindung von Monopolkapitalismus und Imperialismus, der Antisemitismus dabei lediglich als Instrument zur Massenmanipulation. Somit erschien auch die Verfolgung und Vernichtung der Juden nur als Nebenprodukt des Faschismus und seines imperialistischen Machtstrebens. 1969 veröffentlichte Karl Dietrich Bracher die erste Gesamtdarstellung des NS-Staates unter dem Titel »Die deutsche Diktatur«. Ein in vielerlei Hinsicht wegweisendes Standardwerk, in dem der Autor die Vernichtung der europäischen Juden allerdings auf gerade einmal 12 von 580 Seiten abhandelte. Was nach dem Pogrom von 1938 geschehen war, das wurde bei Bracher nicht nur ausgesprochen knapp beschrieben, sondern erschien gleichsam wie ein automatisch ablaufender Prozess ohne handelnde Personen. Eine so randständige, fast schon beiläufige Thematisierung des Massenmords war Ausdruck eines immer noch eklatant geringen Wissensstands, aber auch eines fortdauernden Desinteresses. Beeinflusst wurde dieses auf der Stelle Treten der Forschung weiterhin auch von handfesten Interessen derer, die eigentlich ins Visier von Justiz und Geschichtswissenschaft hätten geraten müssen, aber sehr erfolgreich Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache betrieben. Werner Best
zum Beispiel, einer der ehemals führenden Männer im Reichssicherheitshauptamt, betrieb bis zu seinem Tod 1989 eine Kampagne für eine Generalamnestie von NS-Tätern und kam selbst nie vor Gericht. Lobbyisten wie Best gelang es nicht nur, Strafverfahren zu vereiteln, sondern vor allem auch, ein Narrativ zu etablieren, wonach hochrangige SS-Führer wie er selbst und viele andere nicht aus persönlichen, sondern aus höheren Motiven und dabei stets auf Anweisung von oben agiert hätten. Damit wurde die Hauptverantwortung an Hitler verwiesen, auf dessen Rolle sich auch die Forschung weiterhin am meisten konzentrierte. Zu beobachten war das in den 70er Jahren an einer langatmigen und wenig erkenntnisfördernden Debatte über die sogenannte Entschlussbildung. Dabei ging es um die Frage, ob die sogenannte Endlösung von Hitler durch einen zentralen Führerbefehl angeordnet worden war. Ein Dokument, das dies belegt, ist bis heute nicht gefunden worden. In dieser zähen Debatte, die man auch als Ausweichbewegung vor der Frage nach der sehr konkreten Mitverantwortung zahlreicher anderer NS-Funktionäre deuten kann, spaltete sich die westdeutsche Zeitgeschichtsforschung in zwei Lager oder Denkschulen, Intentionalisten und Strukturalisten. Die Strukturalisten, allen voran Martin Broschard und Hans Mommsen, betonten die Komplexität des polykratischen NS-Herrschaftsapparats und sprachen von einer kumulativen Radikalisierung der Kriegs- und Vernichtungspolitik, die eben nicht nur auf Hitler, sondern auch auf zahlreiche andere konkurrierende Akteure und Institutionen des Regimes zurückgegangen sei. Auch sei die Annahme einer linearen, sozusagen unvermeidlichen Entwicklung hin zum industriellen Massenmord falsch. Vielmehr habe sich jene Dynamik der Radikalisierung erst in Reaktion auf den Kriegsverlauf entfaltet. Im Gegenzug warfen die Intentionalisten den Strukturalisten eine Vernachlässigung der Rolle Hitlers, aber auch und vor allem ideologischer und weltanschaulicher Faktoren vor, vor allem des Antisemitismus. Die Fronten in dieser Fachkontroverse verhärteten sich im Laufe der 70er Jahre derart, dass nahezu von einem Stillstand in der empirischen Erforschung der NS-Verbrechen gesprochen werden kann. Keiner der beiden Schulen gelang dabei eine empirisch gestützte Konkretisierung der Verfolgungs- und Vernichtungspolitik. Die Akteure blieben ebenso wie die Opfer weitgehend anonym, die Tatorte in weiter Ferne, viele Tathergänge im Verborgenen. Und beide Interpretationen boten ein gewisses gesellschaftliches Entlastungspotenzial. Aus der strukturalistischen Perspektive gerieten vor allem Institutionen in den Blick, aber keine individuellen Akteure. Die intentionalistische Perspektive verengte den Blick zu sehr auf Hitler und die Führungsriege des Regimes. Und so verfestigte sich in der öffentlichen Wahrnehmung, so schreibt der britische Historiker Ian Kershaw, das Bild von der Vernichtung der Juden als eines, ich zitiere, einheitlichen und zentral gelenkten, zugleich aber auch abstrakten, herkömmlicher Vernunft und Erfahrung nicht zugänglichen Vorgangs. Umso weniger erstaunlich, dass in dieses Vakuum Mitte der 70er Jahre die sogenannte Hitlerwelle stieß, eine Flut populär- und pseudowissenschaftlicher Veröffentlichungen, bei denen es vorrangig um sensationsheischende Blicke auf Hitler und andere Führungspersönlichkeiten des Dritten Reichs ging. Auch die Zahl geschichtsrevisionistischer Veröffentlichungen schnellte in der zweiten Hälfte der 70er Jahre in die Höhe, darunter einige Machwerke, die klar der Holocaustleugnung zuzurechnen sind. Nicht die Forschung, sondern das Fernsehen lenkte die öffentliche Aufmerksamkeit Anfang 1979 sehr plötzlich auf das Schicksal der Juden im Dritten Reich. In den dritten Programmen wurde die amerikanische TV-Serie Holocaust ausgestrahlt und mehr als 20 Millionen Deutsche saßen vor den Fernsehschirmen. Der Vierteiler erzählte die fiktive Geschichte der jüdischen Berliner Arztfamilie Weiß in der Zeit des Nationalsozialismus entlang aller wichtigen Stationen der antisemitischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik. Über die Qualität der melodramatischen Serie und einige historische Ungenauigkeiten konnte man streiten. Tatsache aber war, dass Holocaust nicht nur einen neuen Begriff etablierte, der die Metapher Auschwitz ablöste, sondern vor allem auch eine bislang ungekannte Welle der Betroffenheit auslöste. Dieses Medienereignis wird inzwischen allseits als Meilenstein in der öffentlichen Wahrnehmung des Judenmords, aber auch als wichtiger Anstoß für die Forschung gewertet. Nicht nur die jüdischen Opfer, auch andere Opfer der NS-Verfolgung gerieten nun in den Fokus.
Sinti und Roma, Homosexuelle, Zwangssterilisierte oder auch Zwangsarbeiter. Einen wichtigen Anteil daran hatte die sich gerade etablierende Alltagsgeschichte. Historiker aus dem linksliberalen Milieu begannen die Geschichte des Nationalsozialismus sozusagen von unten zu erforschen. Viele längst vergessene Orte nationalsozialistischer Verbrechen wurden wiederentdeckt und erforscht. Und dennoch ließ sich auch in diesem neuen Forschungstrend hin zu den zuvor vergessenen Opfern die Tendenz zu einer gewissen Vernachlässigung des besonderen Schicksals der jüdischen Opfer erkennen, zumal es vorwiegend um Taten und Tatorte auf dem Gebiet der Bundesrepublik ging. In den 80er Jahren, vor allem nach dem Regierungswechsel von 1982, reihte sich in der Bundesrepublik eine geschichtspolitische und geschichtswissenschaftliche Kontroverse an die andere. Bei einer internationalen Konferenz zum 50. Jahrestag der sogenannten Machtergreifung in Berlin vertrat der konservative Philosoph Hermann Lübbe die Auffassung, das kommunikative Beschweigen der NS-Vergangenheit in den 50er Jahren sei das, Zitat, sozialpsychologisch und politisch nötige Medium der Verwandlung unserer Nachkriegsbevölkerung in die Bürgerschaft der Bundesrepublik gewesen. Ein aus seiner Sicht heilsamer und für die Demokratisierung notwendiger Prozess, der erst durch die Studentenbewegung gestört worden sei. Damit bewegte er sich ganz auf der Linie des neuen Bundeskanzlers Helmut Kohl, dessen Forderung nach einer geistig-moralischen Wende auch auf eine Normalisierung des Verhältnisses der Deutschen zur NS-Vergangenheit zielte. Dafür gibt es ja viele anschauliche Beispiele. Kohls Israelreise 1984, als er von der Gnade der späten Geburt seiner Generation sprach, oder auch der Besuch des Bitburger Soldatenfriedhofs mit US-Präsident Reagan, wo auch Waffen-SS-Soldaten beerdigt lagen, etc. In der deutschen Geschichtswissenschaft manifestierte sich diese polarisierte Stimmungslage im sogenannten Historikerstreit. Ausgelöst wurde er 1986 durch einen Artikel des Historikers Ernst Nolte, der einen kausalen Nexus zwischen den Verbrechen des Stalinismus und der Massenvernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten behauptete. Genauer, erst in Reaktion auf die stalinistischen Gewaltverbrechen sei es zum Holocaust gekommen. Eine apologetische Relativierung des Völkermords und seiner Einzigartigkeit. Eine Welle des Protests linksliberaler Intellektueller schlug ihm daraufhin entgegen, angeführt von Jürgen Habermas, der Nolte und anderen konservativen Historikern vorwarf, sie versuchten im Zusammenspiel mit Kohls Geschichtspolitik ein, Zitat, gesellschaftlich mehrheitsfähiges Bild der Vergangenheit zu formieren und einen positiv konnotierten nationalen Konsens zu etablieren. Der Historikerstreit, ein Deutungskonflikt zwischen zwei politischen Lagern über die Verortung des Nationalsozialismus in der deutschen Geschichte, änderte letztlich nur wenig an dem immer noch geringen Wissensstand über die Ereignisgeschichte des Holocaust. Nicht die Kenntnisse über den Genozid nahmen zu, so Norbert Frey, sondern nur die Zahl derer, die darüber redeten. Und so sei die vorwiegend um Deutungen, aber nicht um Fakten kreisende Debatte auch Ausdruck einer fortgesetzten Weigerung bundesdeutscher Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit gewesen, sich ungeschützt und direkt mit dem Geschehen selbst auseinanderzusetzen. Wenig später, schon 1987, kam es zu einer weiteren Fachkontroverse, in der der Antagonismus zwischen Strukturalisten und Intentionalisten seinen Höhepunkt erreichte. Martin Broschard hatte bereits zwei Jahre zuvor sein Plädoyer für eine Historisierung des Nationalsozialismus veröffentlicht. Darin forderte auch er eine Normalisierung der Perspektive auf jene 12 Jahre, die mit den gleichen Methoden erforscht werden müsste, wie andere Geschichtsepochen auch. Das Dritte Reich dürfe nicht länger als Sonderfall oder Fremdkörper aus der deutschen Geschichte ausgeklammert werden, sondern müsse auch auf Kontinuitätslinien zu vorherigen und nachfolgenden Entwicklungen hin untersucht werden. Dabei ging es ihm erklärtermaßen nicht, wie dem konservativen Lager im Historikerstreit, um eine Relativierung oder Verharmlosung des Nationalsozialismus, sondern eher in aufklärerischer Absicht um dessen Entmythologisierung. Zwar hatte sich der als linksliberal zu verortende Broschard in seinem Plädoyer klar von der apologetischen Rhetorik Noltes abgegrenzt, aber dennoch bekam er nicht nur Beifall von der falschen Seite, wie er selbst befürchtet hatte, sondern stieß auch auf Kritik, vor allem von jüdischen Fachkollegen.
Es war Saul Friedländer, der Bruchat besonders heftig widersprach und mit ihm in den Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte einen berühmt gewordenen Briefwechsel führte. Friedländer sah in Bruchats Plädoyer die Gefahr einer Relativierung der Besonderheiten des Nationalsozialismus, speziell der Bedeutung des Antisemitismus und der Einzigartigkeit des Holocaust. Über diesen Briefwechsel könnte man gut und gerne einen eigenen Vortrag halten. Ich möchte aber nur einen Aspekt herausgreifen, der mir zentral für das heutige Thema erscheint und den ich auch bereits angesprochen habe. In einem seiner Briefe an Friedländer befasste sich Bruchat mit dem Verhältnis von Geschichte und Gedächtnis und unterschied dabei zwischen der objektiven, an Rationalität orientierten Geschichtsschreibung und der mythischen Erinnerung der jüdischen Opfer des Holocaust. Er machte also einen Gegensatz auf zwischen objektiver Wissenschaft und subjektiver Erinnerung, verband damit aber Zuschreibungen, die Saul Friedländer nur als Affront verstehen konnte. Denn demnach waren jüdische Holocaust-Überlebende wie er selbst aufgrund persönlicher Betroffenheit gar nicht zu einer objektiven Geschichtsschreibung fähig, während deutsche Historiker der skeptischen Generation sich gerade wegen ihrer jugendlichen Desillusionierungserfahrung mit dem Nationalsozialismus als besonders prädestiniert für eine distanziert objektive Erforschung jener Zeit betrachten konnten. Friedländer ließ diese Argumentation nicht gelten und machte Bruchat darauf aufmerksam, dass nichtjüdische deutsche Historiker seiner Generation keineswegs für sich beanspruchen könnten, Geschichte vollkommen objektiv und distanziert schreiben zu können, denn schließlich seien ja auch sie selbst lebensgeschichtlich vom Nationalsozialismus geprägt, nur eben nicht als dessen Opfer, sondern als einstige Angehörige der NS-Volksgemeinschaft. Es war diese sehr persönliche Kontroverse, die Saul Friedländer wenig später dazu veranlasste und motivierte, sich selbst an einer Gesamtdarstellung der Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden zu versuchen, worauf ich gleich noch einmal zurückkomme. Seit den späten 80er Jahren wurde von einer jüngeren Generation deutscher Historikerinnen und Historiker, jetzt allmählich kamen auch Frauen ans Ruder in der Zeitgeschichtsforschung, zahlreiche empirische Forschungsprojekte in Angriff genommen. Eine neue Täterforschung kam in Gang und der zuvor fast ausschließlich auf Berlin, also auf übergeordnete Strukturen und Entscheidungsprozesse gerichtete Blick, wandte sich nun verstärkt der Peripherie zu und damit auch einem viel heterogeneren und breiteren Spektrum von Tätern und Mittätern. Es entstanden produktive Kontroversen, etwa nachdem Götz Ali und Susanne Heim 1991 ihr Buch Vordenker der Vernichtung veröffentlicht hatten. Ihre Thesen über den Konnex von NS-Bevölkerungs- und Wirtschaftspolitik und der Vernichtungspolitik riefen Kritiker auf den Plan, die ihnen eine allzu utilitaristische Verengung der Perspektive auf sozialtechnologische Erklärungsfaktoren und zugleich eine Vernachlässigung weltanschaulicher Antriebskräfte vorwarfen, also vor allem des Antisemitismus. Damit setzte sich die Kontroverse zwischen Strukturalisten und Intentionalisten zwar in gewisser Weise fort, es deutete sich aber bereits an, dass das Denken in der Dichotomie Struktur und Dynamik versus Intention und Ideologie zugunsten differenzierterer Mischanalysen an Bedeutung verlor. Was diesen neuen Forschungen dabei immer noch nur in Ansätzen gelang, nämlich die Einbeziehung der Opferperspektive, das gelang 1993/94 erneut einer Hollywood-Produktion, dem Film Schindlers Liste von Steven Spielberg. Wieder war es also ein Medienereignis, das eine viel größere gesellschaftliche Breitenwirkung entfaltete als die Debatten der Forschung. Vor allem wurde eine weitere, nachgewachsene Generation in einer sehr bildgewaltigen und emotionalisierenden Darstellung mit dem Holocaust konfrontiert. Dies allerdings über die Figur des guten deutschen Oskar Schindler auch mit einem potenziell entlastenden Identifikationsangebot. 2 Jahre nach Schindlers Liste, 1996, zeigte eine weitere Großdebatte in Sachen NS-Vergangenheit, wie groß die Kluft zwischen Forschung und öffentlicher Wahrnehmung immer noch war. Auslöser war das Buch Hitlers willige Vollstrecker des jungen amerikanischen Historikers Daniel Jonah Goldhagen. Seine These, speziell in Deutschland habe es einen eliminatorischen Antisemitismus und ein gleichsam über Jahrhunderte vorbereitetes nationales Projekt der Vernichtung der Juden gegeben. Er hatte unter anderem die Erschießungsaktionen deutscher Einsatzkommandos in Polen untersucht und war zu dem Schluss gekommen,
dass die dortigen Täter ausnahmslos und ausschließlich von jenem eliminatorischen Antisemitismus angetrieben worden seien. Zahlreiche Fachkollegen in den USA ebenso wie in Europa kritisierten nicht nur Goldhagens extensive Darstellung der Gewaltverbrechen, die Rede war von einer Pornografie des Horrors, oder den fehlenden Vergleich zum Antisemitismus in anderen europäischen Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert, sondern sie warfen ihm auch vor, andere Erklärungsfaktoren für das Handeln der Täter außer Acht gelassen zu haben. Tatsächlich hatte Goldhagen viele Forschungsergebnisse anderer, so etwa seines amerikanischen Kollegen Christopher Browning, ignoriert oder für falsch erklärt. Browning, ein Schüler Raoul Hilbergs, hatte in seinem Buch Ordinary Men, ganz normale Männer, von 1993 die Mordaktionen des gleichen deutschen Polizeibataillons im besetzten Polen untersucht und war zu ganz anderen Ergebnissen gekommen. Deren Beteiligung an den Massenerschießungen ließ sich demnach nicht allein durch den Antisemitismus erklären, sondern vielmehr auch durch eine Spirale ansteigender Gewaltbereitschaft, entstanden aus einer Verbindung von Gruppendruck, Alkoholexzessen und Abstumpfung. Besonders interessant ist, wie die deutsche Öffentlichkeit abseits der Feuilletons und Forscherzirkel auf Goldhagens Buch reagierte, nämlich nicht mit abwehrender Empörung, sondern mit frenetischer Begeisterung. Innerhalb eines einzigen Monats wurden im Sommer 1996 80.000 Exemplare des Buchs in Deutschland verkauft. Tausende besuchten seine Buchvorstellungen und nahmen ihn gegen die Kritik der Experten leidenschaftlich in Schutz. Was erklärt diese Begeisterung der Deutschen für ein Buch, in dem die Verbrechen ihrer Eltern und Großeltern besonders drastisch geschildert und deren Antisemitismus geradezu zu einer deutschen Erbkrankheit erklärt wurde? Eine schwierige psychologische Frage, die ich auch nur teilweise beantworten kann, aber eines fällt auf. Teil von Goldhagens These war nämlich auch, dass jener eliminatorische Antisemitismus nach 1945 praktisch völlig verschwunden sei. Der Autor bescheinigte den Deutschen eine vorbildhafte Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, sprach sogar von einem Modell Bundesrepublik. Das schmeichelte den deutschen Lesern und erleichterte eine Distanzierung von den Verbrechen und den dafür Verantwortlichen. Aber selbstverständlich meldeten sich auch ganz andere Stimmen zum Thema Goldhagen zu Wort aus dem rechtsnationalen und rechtsradikalen Lager, und zwar mit unverhohlen antisemitischen Untertönen. Die Goldhagen-Debatte hatte ohne Zweifel einen produktiven Ertrag, denn er hatte die richtigen Fragen gestellt, auch wenn er sie zu einseitig beantwortet hatte. Fragen nach der individuellen Verantwortung des Einzelnen, nach den spezifischen deutschen Voraussetzungen des Holocaust, nach Ausmaß und Verbreitung des Antisemitismus in Deutschland und seiner Bedeutung für die Ingangsetzung und Durchführung der Judenvernichtung. Damit gab die Debatte letztlich den Anstoß zu einer Vielzahl neuer Projekte in der deutschen und internationalen Holocaustforschung, mit der jene starre Gegenüberstellung struktureller und ideologischer Erklärungsfaktoren weiter überwunden wurde. Bereits 2 Jahre nach der Goldhagen-Debatte, 1998, veröffentlichte Saul Friedländer sein Buch »Die Jahre der Verfolgung«, den ersten Teil seiner zweibändigen Gesamtdarstellung »Das Dritte Reich und die Juden«. Der zweite Band, »Die Jahre der Vernichtung«, erschien 2006 und wurde mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Neu und innovativ an seinem Meisterwerk war die integrierte Geschichte von Täter- und Opferperspektiven auf der Basis einer Vielzahl von Ego-Dokumenten. Und, was Friedländer selbst immer wieder betont, bei allem Streben nach einer objektiven und nüchternen Analyse der Fakten sei es im Fall des Holocaust eben gerade nicht möglich und auch nicht erstrebenswert, das, Zitat, Gefühl der Fassungslosigkeit völlig zu beseitigen. Mit seinem integrierten Ansatz setzte er Maßstäbe, die sich seither auch in der deutschen Holocaustforschung niedergeschlagen haben, sofern man von einer deutschen Forschung überhaupt noch reden kann, denn die Forschungslandschaft hat sich in den letzten 2 Jahrzehnten enorm internationalisiert. Das heutige Thema, die kritische Historisierung der deutschen Holocaustforschung, geriet vor gut 15 Jahren auf die Agenda der hiesigen Zeitgeschichte, als Nicolas Berg seine Doktorarbeit »Der Holocaust und die westdeutschen Historiker« veröffentlichte. Sein Urteil über die Vertreter der Flakhelfer-Generation, vor allem über den 1989 verstorbenen Martin Bruchardt und über Hans Mommsen, war ausgesprochen hart. Er warf den Strukturalisten vor,
die jüdische Perspektive ebenso wie die Bedeutung des Antisemitismus in ihren Forschungen bewusst und in apologetischer Absicht ausgeblendet zu haben. Hinter dem Pathos der Nüchternheit, dem sich diese Generation verschrieben habe, verberge sich letztlich auch nur eine fortgesetzte Tradition der Entlastungssehnsucht, so Berg. Er bezog sich dabei auf die bereits erwähnten Kontroversen zwischen Broschard und Josef Wulff bzw. Saul Friedländer über den Zusammenhang von erfahrungsgeschichtlicher Prägung und wissenschaftlicher Perspektive. Bergs Fragen berühren das hochkomplexe Wechselspiel von kollektiver und individueller Erinnerung, Objektivität und Subjektivität, bewussten und unterbewussten Deutungsmustern. Eine Dimension, die mit den Methoden der Geschichtswissenschaft allein wohl kaum zu fassen ist. Und wie bei jedem Versuch einer kritischen Historisierung besteht die Herausforderung darin, die richtige Balance zu wahren zwischen sachlicher Analyse und normativem Urteil. Kurz gesagt, so richtig und wichtig es ist, Versäumnisse früherer Forschungen zu kritisieren und zu erklären, so wichtig ist es auch, die damals dennoch erzielten Erkenntnisse anzuerkennen und beides in seiner Zeitgebundenheit zu begreifen, was ich nicht als Apologie verstanden wissen will. Damit komme ich auch schon zum Schluss und zurück zu meinem Anfang, also zur großen Hilberg-Konferenz in Berlin 2017. Zu den Diskussionsgästen zählte auch der Soziologe Stefan Kühl, der 2015 seine Studie »Ganz normale Organisationen zur Soziologie des Holocaust« veröffentlicht hatte. Im Rückblick auf die von Historikern dominierte Tagung schrieb Kühl, Zitat, dass sich die geschichtswissenschaftliche Holocaustforschung viel stärker als andere Forschungsfelder in der Geschichtswissenschaft disziplinär geschlossen hat. Mehrfach sei in Berlin deutlich geworden, welche Vorbehalte die Historikerinnen gegenüber soziologischen, psychoanalytischen oder auch literaturwissenschaftlichen Zugängen zum Thema hegten, wobei die Abneigung zwischen Geschichtswissenschaft und Soziologie, so Kühl, freilich beidseitig sei und seit vielen Jahren intensiv gepflegt werde. Insgesamt gewann Kühl in Berlin den Eindruck, dass die Historiker kaum noch mit der Erforschung des Holocaust selbst befasst seien, sondern fast nur noch mit der rückblickenden Bewertung der Geschichtsschreibung über den Holocaust, also sozusagen mit ihrer eigenen Historisierung. Dem muss allerdings entgegengehalten werden, dass gerade in den letzten 10 Jahren noch einmal eine Vielzahl neuer empirischer Forschungen angestoßen worden sind, nicht zuletzt durch die Gründung des Zentrums für Holocauststudien am Münchner IFZ 2013 und durch die Einrichtung des ersten deutschen Lehrstuhls zur Erforschung von Geschichte und Wirkung des Holocaust in Frankfurt, besetzt mit Sibylle Steinbacher, die ja auch jahrelang hier in Jena war. Dennoch machte Kühl auf ein zentrales Problem aufmerksam, nämlich darauf, dass Interdisziplinarität gerne behauptet, aber selten auch wirklich produktiv praktiziert wird. HistorikerInnen und SoziologInnen sprechen unterschiedliche Sprachen, sie stellen unterschiedliche Fragen und wenden unterschiedliche Methoden an. Da fällt der Blick über den Tellerrand der eigenen Disziplin oft nicht leicht. Was für die Erforschung des Holocaust selbst gilt, gilt auch für die Erforschung der Geschichtsschreibung über ihn. Das Werkzeug einer Disziplin alleine reicht zur Erklärung derart komplexer Phänomene nicht aus, gerade dann, wenn es, wie in diesem Vortrag ja mehrfach angesprochen, um die komplizierte Frage nach den individuellen Beweggründen für bestimmte Forschungen und auch um deren gesellschaftlichen Resonanzraum geht. Ich bin aber sicher, dass diese Vortragsreihe einen kleinen Beitrag dazu leisten wird.